Und herzlich willkommen zurück. Ja, beim letzten Mal haben wir die beiden Programme bzw. ein Programm angefertigt und das andere dann hatte ich dann nur rüber kopiert und ein bisschen bearbeitet. Und heute wollte ich ein bisschen, habe ich schon mal ein bisschen hier reingetan, unten die Smeltery anschließen und ich habe noch im Tank einen Tank vorbereitet. Ich wollte nur noch wissen, welche Kodierung ich brauche. Und zwar brauche ich schwarz wie die Nacht. Dann ist nämlich der Tank an. Und das ist nämlich dann hier nachher schlussendlich hier unten das, wo wir mit arbeiten werden. Da habe ich, wie gesagt, hier schon mal ein bisschen ausgehöhlt. Hier ist noch Platz ohne Ende. Das sollte ich eigentlich komplett reichen. So, ich wollte dann hier den Lavatank reinsetzen und dann hier ein bisschen rüber gehen. Oh, ich sehe was. Ich sehe ein Problem, glaube ich. Das ist das Problem nachher. Ich glaube. Wie machen wir das denn? So vielleicht. Ist das besser? Ach, geh. Dann halt so. 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 Weil hier muss ja nachher der Tank mit der Leitung dran. Da kommt der hier hin. Klock. Jetzt füllt er schon raus, okay. Na, ich bin nur hier überlegen, ob ich die Lavapumpe auch brauche. Ist immer so die Sache, voll ist er jetzt. Ich halt noch einen Zwischentank mache, das weiß ich jetzt gar nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht bleibt die Lavapumpe erst aus, ich lege das Kabel hin und dann werden wir halt sehen, wo wir damit halt hinkommen. Das vielleicht nur so lassen, oder? Ne, habe ich da auch aus zugemacht, also dann machen wir das hier auch zu. Wo kommen wir denn hier raus, wenn wir das hier aufmachen? Okay, hier. Ich bin am Überlegen, ob ich hier Trichter noch drunter mache und dann irgendwo eine Kiste hinsetze, aber das ist eigentlich auch eine schwachsinnige Idee von mir. Dass wir vielleicht nur ein, zwei Dinger hier hinsetzen da. Und gut, ist dann eigentlich die Sache Kiste und ne, Ding fertig und dann passt das schon irgendwie. So, komm, mach das hier rein. Weil ich wollte eigentlich auch noch Bienen züchten, das muss ich aber auch wieder Terra wieder zwischendurch nur schaffen. Weil anders klappt es auch nicht. Die Schleuderei soll da hinten auch noch fertig werden. Die Programme sind ja fertig, das heißt, die Kabel muss ich auch noch fertig verdrahten. Das können wir jetzt eigentlich mal als erstes machen. Erstmal Müll, Müll, Müll wegtun und wir graben uns erstmal sozusagen Tunnel. Das kann gelöscht werden hier, das kann weg. Und den anderen Mist schmeiße ich denn in die Kisten rein. Ich glaube, mein Mikro ist noch da. Yep. So, auf falsche Kiste. Da. Posierendes Gatter mit rein, dann ist Ruhe. So, und zwar müssen wir vom Raum bis da hinten hin. Ist ja dann clever, ne? Das heißt, von den beiden hier, von den beiden Computern müssen wir auf das Ding hier zugreifen. Das heißt, hier wird frei werden. Hier müssen wir erstmal noch sowieso einen Raum schaffen, weil wir unten an diese Leitung müssen. Hier an die hier. Das gleiche gilt hier, an die müssen wir auch. Ein runter auf Bundle Cable links, eine Seite mit Bundle Cable da, eine Seite mit Bundle Cable hier muss ein runter. Der Grund ist, weil ich muss ja auch noch frontal drauf gehen, das heißt hier müsste dann auch das Bundle Cable hin. Hier mache ich gleich Holz rein, dann brauche ich das später nicht mehr richtig machen. Wie gesagt, hier kommt noch was hin, da, oh, da nicht. Da kommt was hin. Ding drauf, Bundle käme um die Ecke. Hier, dünn, Bundle käme um die Ecke. Das sollte, glaube ich, reichen. Jetzt müssen wir irgendwie dahin kommen. Nur wo das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist das das hier schon? Okay, das ist es nicht. Wo ist denn der Raum dafür? Ach, hier unten drunter. Okay. Hier ist das schon.
Wo bin ich denn hier runtergegangen? Da. Ich war vielleicht nicht auf der Höhe, nicht gar nicht schlecht. Vielleicht sollten wir dann da runtergehen. Ja, da sind wir schon mal ganz, ganz gut. Aber müssen natürlich auch noch ein paar runter. Ja, wenn wir da ganz runter gehen, ist auch ganz gut. Da machen wir das Kabel unter, sozusagen unter dem Fußboden. Ja, hier müssen wir hin. So. Dann schmeißen wir nämlich unterbodig da rein und dann liegt das Kabel auch drin, weil muss ja nur ein reines Wandelkabel hier einmal gelegt werden. Dann vielleicht noch mit paar Pendeln, also diese Strips auslegen, damit halt keine anderen Bundle-Cables da dran connecten oder wir machen halt weiße Bundle-Cables oder sowas. Aber ich glaube, hier runter muss, glaube ich, nicht mehr viel. So, dicke. Soll ja wenigstens gut sein. Mache ich denn da Cobblestone? Zumindest wüsste ich dann, dass dahinter ein Weg ist. Zick, 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 zick. Ja, ich glaube, das ist auch ein Tacken besser, einfach da sozusagen auszukoffern den Weg. So. Dann können hier unten eine Fackel rein und dann ist schon mal gut hier. Hier muss dann auch noch ein bisschen ausgebessert werden. Hier muss ich natürlich aufpassen. Hier kloppt. Oh. Kloppt da die Erde weg? Das ist unglaublich. Seht ihr das? Das ist einfach nur noch unschmenschlich hier. So. Ich glaube, so muss auch noch weg. Dann passt das nämlich. Muss ich hier runter später? Nein, ich glaube weniger. Jetzt habe ich natürlich kein Jetpack auf. Hier machen wir Holz und da hinten runter machen wir Stein. Dann sieht es auf jeden Fall etwas besser aus. So, nehmen wir noch ein Stack Holz mit. Dann nehmen wir ein Stack von mit und Cobblestone nehmen wir. Nein, nicht Mo, nicht Mulch, sondern vielleicht zwei Stacks Cobblestone. Das wäre besser. Die Kuhfarm muss hier noch aufgebaut werden. Also ich habe auf jeden Fall noch genug zu tun. Und hier soll ja auch noch ein bisschen alles abgeflacht werden. Das werden wir aber mal vielleicht na, vielleicht ich nur eine ruhige Minute machen, wenn ich mal dazu die Zeit finde. Komm, jetzt geht er rein. Das ist immer so die Sache. Also die Folgen gehen ja recht relativ schnell durch, sage ich mal so. Und dann hier noch da was machen, hier noch was machen. Also das ist mal. Ich muss die Zeit dafür finden. Da kann ich nicht immer genau einen Termin sagen, was wir machen. Genau wie die Bienen, die müssen ja auch in neuen Stadien erreichen. Das heißt, ich brauche langsam die größeren Bienensorten, die mir halt Wall Jelly und so geben. Aber das werde ich auch aufs Screen machen, weil das dauert auch ein langes Stückchen, sagen wir mal das. Und da will ich eigentlich nicht euch sozusagen die Zeit wegnehmen, wo wir halt etwas craften könnten oder halt technische Anlagen bauen könnten. Weil Raffinerie muss auch noch da sein. Kommt aber wie gesagt alles nach und nach. So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich auf dem Programm da hinten habe. Das starte ich mal eben. Ach so, aua, verdammt. Hast du gar nicht den Befehl drinne? Da müsste das Monitor Back Startup. Also immer so gerne schreiben. Erst ein bisschen Monitor, dann die Seite und dann das Programm, was ihr wählen wollt. Und dann läuft das hier. Boah, wie viele Fledermäuse sag ich schon, wie viele Schmetterlinge hier sind. Fischfarm. Das ist die Fischanlage, wo ich vielleicht was mitmachen wollte. Die Holzfarm und die Obst- und so Farm, die sitzen ja auch später irgendwo hier hinten. Diese Zelle, die wird mit Wireless betrieben und die anderen werden auch mit Wireless betrieben. Da werde ich auch noch ein kurzes Bundle Cable benutzen und das damit ausleuchten. Weil das ist schon krass, was hier läuft. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus mit dem Grün. Ja, die weiß ich noch nicht, ob ich die brauche hier. Die auf jeden Fall, die Steuerung, sonst muss ich die auch noch in Reserve umbändern und hier unten muss auch noch Reserve sein. Ja, werden wir sehen. Alles wird auf jeden Fall da liegen. Das ist aber genau, das weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen werde. So. So.
Zack, zack. Dann ist das nämlich ausgeleuchtet und wir müssen den Weg einschlagen. Den Weg hier rüber. Ja, das wird natürlich jetzt nicht passen hier. An den Stellen. Da müssen wir nämlich hier rüber und dann können wir es hoch. Das heißt, hier muss immer wieder eine Plattform geschaffen werden. Muss ja auch hübsch aussehen. Das gleiche gilt hierfür. Und nun, ja, mache ich jetzt zwei runter, einen runter. Ich glaube, ich laufe da lieber noch eine Runde drauf rum, dann immer. Das heißt, ich entscheide mich hier für an der Stelle einfach noch einen runter zu gehen. So, auf der Höhe sollte es auf jeden Fall okay sein. Plopp. So, dann können wir hier lang gehen. Haben wir sozusagen auch eine Redstone-Etage, die aber nur fungiert, nur für Bundle-Cable, die ja ziemlich lang laufen können hier. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch Repeater, einen Repeater. Wir können auch, glaube ich, normale Repeater craften. Das ist gar nicht so die Ausmaß, was wir da genau nehmen müssen. Eine Fackel ist hier, da kommt aber noch ein Stein hin, so. Flop. Ich glaube, ich werde auch normale Repeater benutzen, also diese hochtopierten Dinger, die brauche ich nicht. Da brauche ich Redstone, Fackeln, Redstone, da braucht man 9 von den Dingern. Ja. Das kann erstmal alles weg. Wobei ich vielleicht mit, was arbeite ich denn da unten? Ich glaube, ich mit dem Stein hier. Ich glaube, da nehme ich gleich wieder 2 Stacks raus. Die Kirsche, die kann rein. Und jetzt schaue ich gerade, wie viele Redstone-Fackeln habe ich. Redstone-Fackeln habe ich genug. Dann brauche ich davon noch welche. Ne, die nicht. Und das noch. Dann brauchen wir 9 Stücke. Genau, 9 Stück. Jetzt schaue ich mal, ich habe noch ein zweites Paket von den Wires hier gemacht. Ja, ist auch fertig. Nice. Nicely, nicely. Und jetzt genau, jetzt müssen wir das hier auch noch so machen. Immer bis wir nichts mehr haben. Nichts mehr haben. Ich glaube, das ist schon gut. Aber wir brauchen sehr viel wegen Bundle Cable. Das ist teuer. Schade, jetzt habe ich nichts mehr. So. Und jetzt muss ich schauen, dass ich schon mal ein paar Farben fertig kriege, beziehungsweise ein bisschen da machen kann. Gabel. Oh. Ne, das ist es nicht. Oh, wie heißen denn? Wire. Da, Wire. Weiß. Da muss ich jetzt nachschauen. Es gibt eine Kabelkodierungsfarbe, die ich auch benutzt habe für alles. Da weiß. Weiß ist Zinn. Kabelfarbe. Da müssen wir auch welche machen. Wie mache ich die denn? 6 Wolle, genau. Okay. Da brauche ich mal Wolle. Und zwar brauche ich da gar nicht so viel. Da machen wir mal. Weiß jetzt nicht, wie viel ich rausbekomme. War das jetzt nicht so richtig? Verdammt! Hab ich jetzt irgendwas hier verpasst? Oh nö, nö! Ich dachte, ich musste jetzt so. Aber nicht, dass ich die jetzt so machen muss. Wie bekomme ich die jetzt hier zurück? Muss ich den vielleicht hier so einkreisen? Das ist doch jetzt blöd. Hallo? Oh nö, muss ich die jetzt wieder einschmelzen, damit diese blöden Barren daraus bekommen oder was? Selbst wenn ich jetzt bundelt, ich muss jetzt gucken, auf wie bundelt geht, sonst nicht, dass ich nachher bundelt. Toll, da kann ich den Mist jetzt wieder einschmelzen, das funktioniert ja. Dam, 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 oh. Komm, mach. Verbrauch meine Kohle bis zum geht nicht mehr. Ja, da würde ich sagen, das lassen wir jetzt wieder neu schmelzen, dann können wir die Kabel wieder neu machen und ich werde in der Zeit ein bisschen die, hier nochmal ein paar Bäume abfällen, beziehungsweise die Bienen so ein bisschen wieder alles zusammenstecken, damit es halt läuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-LP und tschüssen!